Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETH2 Multiplayer mit dem Max und Dominik und jetzt fahren wir nach Bernstein. Ja. Ah, nee, Bern heißt das ja nur. Na, Max hat eine neue Frage, nämlich... Knoblauch, was ne? Krass. Denken wir morgen wieder alle. Ja. Na, wobei, er fährt hinterher, dann stinkt nur Max. Ich spiel den Gegenverkehr und die anderen zu. Mhm. Du bist ein kleiner Stinker! Da kommt eh keiner hinterher. Stimmt. Ah! Was war das, Alter? Läuft bei dem! Alter! Ich die Kurve nicht bekomme. Nee, irgendwie nicht, nee. Krasser Typ, ey. Ja. Wie das ausschaut, das von mir hat's ausschaut, als wäre da vorhin Thomas rein. Ja, es sah bei mir auch knapp so aus, aber du bist knapp vorbei, oder? Oh, es ging eigentlich noch. Nach 27.400 Kilometern habe ich die 300.000 voll, Alter. Aha. Läuft bei mir. Los, komm, die schaffen wir heute. Doch, dein Spaß. Ja, heute noch. Natürlich. So sehen wir aus. Ja, ne? Großer Hügel in der Kurve, ey. Ja. Oh, hoppla. Läuft bei dir? Ne, wir wollen es nicht, wie ich. Nee. Wäre jetzt nicht so nice. Heute wird nicht links abgebogen. Ne. Nächster Folgentitel. Heute wird gefeiert. Ich hab kein Weckbuch bestellt. Genau. Hab mir gestern Abend von der Festplatte Monster Uni angeguckt. Hab die Auflösung war mal ultra geil. Hab nachgeguckt, ist noch geringer als 27p. Also ich glaub, 420 oder so. Ist ja eklig. Okay. Hab ich ja, hab ich dann auf den linken Monitor geguckt. Dann später hab ich gemerkt, oh, den gibt's auch auf Netflix. Na. No. Schade. Wo ich in 4K hätte gucken können. Schade. Auch mal ein bisschen in den alten Zeiten schwelgen, ne? Ja, ja. So krasse Auflösungen gab. Ja, deswegen habe ich mir ja auch auf dem Full HD Monitor geguckt. Ja. Eigentlich hätte ich ihn auf dem rechten gucken müssen. Wenn, wär, hätte glaube ich noch ein bisschen besser ausgesehen. Hm. Er leider ja nur 1440x900. Mhm. Das sieht jetzt voll deplatziert aus, weil ich ja jetzt rechts mehr Platz hab. Oh. Und was machst du? Ich musste bremsen, weil Thomas irgendwie langsamer wurde. Ja, du hast aber nicht gebremst, du bist rübergezogen. Ja, weil ich gebremst habe. Mein LKW ist doch scheiße, wenn ich bremse. Mit Controller. Alter. Ja, du, deswegen musst du links und rechts gleichzeitig bremsen, ne? Ja, Differentialsperre neu, weißt du? Nee, passt schon. Ja, Differentialsperre rein, ist beide Achsen gleichzeitig bremsen. Nein. Ja. Meine Idee von dem Komfort gerade, muss links bremsen für links und rechts bremsen für rechts, das ist von der Seite her, weißt du? Also sonst bremst du bloß, wenn du jetzt rechts drückst, dann sagen wir mal rechts ist eine Bremse, dann bremst du bloß rechts und dann zieht noch rechts rüber oder so. So ist es bei unserem Bulldog. Da ist das Bremspedal zweiteilig, da kannst du einen Riegel rausmachen, dann kannst du jedes Rad einzeln bremsen. Hat mein Arbeitskollege auch. Geil, Alter. Ja, rutschst du ein Pechen runter mit dem Anhänger drin oder so, dann kannst du damit lenken. Mhm. Ja, weil sonst wird sie hier querstellen. Ja, klar. Und Unfall. Wenn es zu matschig ist, dass die Feuerräder nichts mehr gescheit backen oder so. Ja. Ich mein Arbeitskollege hat so bei seinem Bullo, der kann entweder nur Vorder- und Hinterbremse, aber das ist ja glaube ich normal, ne? Mhm. Dass du die halt echt? Okay. Nur hinten bremsen. Ja, das ist wegen ein größerer Bulldog. Mhm. Der kann vorne und hinten, hat er einmal Pedal und dann bei seinem kleinen ist es eben genauso jetzt wie bei eurem, dass man eben die Räder einzeln anbremsen kann. Hat er mir mal gezeigt und hat er mal einen digitalen Donut. Das war richtig lustig, Alter.
Ja, wenn es kannst. Wie er da drin kann, war. Wasser drüber, so. Und dann kam ihm dann der Typ, wo dann eben da am Grill, der ist ja irgendwie Feuerwehr von dem Dorf, und hat so gemeint, ja, bitte mach das nichts mehr so oft, weil, ne, wir wollen dann noch die Wiese mal zum Mähen nutzen. Weil er da übel die Riefen da gemacht, der andere Name mit seinem großen Deutsch-Kammer, mit seinem, keine Ahnung, was das war. Na klar, die haben ja wegen Gewicht. Ja, das war auch fast, spezieller fast Deutsch. Ah. Das Ding hat erst recht noch mal ein bisschen mehr. Ja, dachte ich mir auch gerade. Das war... war echt ziemlich knapp, Thomas. Ja, was war denn da knapp? Wird, ne? Ja, ich war rechts und du bist dann auch nach rechts wieder rübergezogen. Ja, ich musste ich ja auch. Innen genommen und du hast sie außen genommen. Ja, ich habe sie nur versehentlich außen genommen. Ja, ich war halt komplett innen, deswegen. Und dann, wo du rüberkommst, bist du das ganze knapp mit deinem Trailer. Ja. Ja. Nee, bei mir war es bloß gerade knapp, weil ich fast direkt gekippt wäre nach links. Oh. Der ist nachher, die Stimmung. Wenn man zum Opernsänger wird, ey. Genau. Man kommt so ein, weißt du, kommt so ein Best of Operngesang draus machen, das verkaufen wir dann. Ja, Mann. Geld. Alter, die Laute zusammenschneiden zu so ein krasses Stück, ey. Ja, Mann. Ja, oh, Alter, das müssen wir echt mal machen. Das müssen wir echt mal machen. Oh Mann, ey. Alter, das ist geil. Ja, Mann. Oh. Ja, bleib lang. Ah! Hui! 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 Oh! War knapp! Du hättest mich gerade fast in die Leitbahn gedrückt. Was für eine Leitplanke? Und drück euch an. Die linke. Nicht die rechte. Ah. Interessant. Hm. Nicht die rechte, sondern die linke. Wie wir gerade synchron angefangen haben, Schlange. Habe ich mir auch gerade. Wir sind jetzt in Bern. Kann man schon mal machen. Ja, ne? Jetzt hat Kemplinger gefunden. Ne. Und bleib mal. Mach einen auf Jojo. Ja. Bin ich hängen geblieben. Stell dir mal vor, das macht der Real-Life auf, aber da gebe ich ihnen eine Genackschule. Ja. So richtig schöne Schnitzel. Wenn der nicht blinkt. Schnitzel. Ich blink bei jeder Kleinigkeit, selbst ob jetzt einer hinter mir ist oder nicht, ist egal ob Moped oder auch, ja gut, ernsthaft, da hat er meinen Einparkpunkt platziert. Der einfache? Ja, cool, jetzt bin ich so weit gefahren. Das ist der ist zu einfach. Ich hab den hier. Ja, Mann, das ist jetzt auch nicht schwer. Was beschädigt? Ich zeig dir gleich beschädigt, ey. Ja, wenn ich, jetzt im Kreisverkehr oder so fahren, ist es so, dann suche ich mir schon mal eine neue Pracht. Naja, wieso soll ich blinken? Das juckt doch eh keiner. Ich blink immer. Sieht doch keiner. Doch, ich seh's. Mhm. Cool. Die deutsche Perfektion, ich könnte was nach Marseille mitnehmen. Interessant. Wo ist denn das? Links von Nice. Ja, das ist doch auch nicht viel weiter, oder? Das sind 562 Kilometer. Ich hab 619. Lol, ist sogar dichter. Über Genf. Oh, ich hab gar nichts, haben wir geil. Ich kann nur nach oben. Torino fahren wir durch, Gen fahren wir durch. Nee, ich kann nur nach oben. Dann nimmst du halt irgendwas Schlafen? Mit. Jetzt muss ich ernsthaft 24 Kilometer fahren. Lass mich verarschen. Was hast du jetzt genommen? Wer, ich? Ja. Na, Marseille. Okay. Weil ich habe 90,99% aufgedeckt. Das Ton hört sich so elendsendlich an. Ja, ich hab auch schon gesagt, piep. Ja. 90,99%. Wer hat Parkplatz? 90,99% habe ich aufgedeckt. Cool. Ich bin irgendwas über 70, glaube ich, ein bisschen. Bin mir aber nicht sicher.
Bam, 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 badadadadam, nam. Ich war noch nie bis jetzt am bei Klagen vor der Wörthersee hier. Ne? Ja. Du warst ja überall. Du warst schon überall. Cool, es ist nicht besser geworden. Nochmal schlafen? Alles nur nach oben. Wie soll ich zweimal am Stück schlafen? Das geht. Die Tatsache. Okay. Wochenendmodus. So, okay. Hoch die Hände. Nee, hoch die Bänder oder so, oder keine Ahnung. Hoch die Hände, Wochenende. Nee, immer dasselbe. Ja, dann nimmst du halt irgendwas von Gutes. Ja, mach jetzt auch. Wie viel hat denn der Dominik? Immer noch 12. Wie viel hat der Thomas? 20. Okay. So, okay, über Genf leitet er mich auf jeden Fall. Das ist gut. So, jetzt brauche ich nur noch in... Leute, jetzt leitet er mich über... Oh, weil ich jetzt direkt in Nizza jetzt gemacht habe, den Scheißwegpunkt. Hinter... Auf der Autobahn hinter Genf die Tankstelle, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Na, mich schickt er dann an Torino vorbei und dann rechts das Eckchen runter. Weil ich bin ein Stück vor... Na, jetzt habe ich die Firma MVM. Na, ja. Was, MVM? Das ist, wenn du von Nice nach rechts gehst, die Mautstelle. Also noch soll ein Stückchen weiter. Ja, warte. Ja, dann mache ich mir da auch gleich mal einen Wegpunkt. Obwohl, nee. Nee, Quatsch, er leitet mich so oder so. Da, oh, vorbei, warte. Dann mache ich auf der Werkstatt und dann ist gut. Genau, so über Genf und dann Torino vorbei und dann passt das. Genau. Ich fahre euch einfach hinterher. Okay. Okay. So, dann komme ich jetzt nochmal zu euch so zur Ding. Ja, ich stehe in der Werkstatt. Ja, deswegen sage ich euch, ich komme zu euch zur Werkstatt. Zu mir. Ja, zu dir. Ja, ich mag halt nicht verlaufen. Ich fahre jetzt einfach zu euch. Hinter euch. Das war 20 Tonnen Äpfel, alles klar. Wer ist der Max? Bin nur noch der Thomas. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, Thomas, wir müssen in die Richtung, aus der du kommst. Oh, warte. Also rein theoretisch kannst du an der nächsten Kreuzung umdrehen und wir... Ja, ich drehe ja schon, ja. Ja, ja. Ja, Max, wie schwer bist du? 9. Altkunststumpf. Hast du ja gesagt. So, dann bleibe ich jetzt hier stehen und dann warte ich auf euch. Oh, scheint neutral. Ganz krass, Kid. Was ist der Rat? Oh, ah, Leitplanke. Oh, 0. Für mich. Ich hab 2-2. Letzte Torentscheide, ne? Thomas? Ich muss aber auch links rüber. Und ich bin schwerer als du. Ja, ich roll ja nicht. Ich roll gerade nur. Lern mal zu bremsen. Will ich aber nicht. Weil das kann der nicht. Wenn meine Bremsen auf Maximum angestellt sind. Okay. Wenn ich ein... Das war knapp. Das war echt knapp. Freundchen. Wenn ich einmal Bremse antippe, dann darf ich wieder neu anfahren. Ah, so hart eingestellt, ja. Ich hab die komplett auf Maximum. Warum?
Weil ich mit meinem Modding zum Beispiel auch gern mal mit 250 rumfahre. Wobei, da bringen die Bremsaufsteiger auch nichts. Nee, irgendwie nicht, nee. Ja. Was hast du gerade gesagt? Also trotzdem einen Weg von 2 Kilometer. Ich hab gesagt, nächstes blinkst du, weil ich wäre jetzt sonst alles gerade ausgefahren, weil Dom ja auch nichts gemacht hat. Schade. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Grundstein das letzte Mal ausgesehen hat. Jetzt steht er bei 2,5 Milliarden. Ja, genau. War ich denn schon mal kurz in 3? Keine Ahnung. Gehst langsam pleite, ja? Ja. Pleite gehe ich nur auf meinem Mod-Ding. Da habe ich ja mit 100 Millionen angefangen. Jetzt bin ich bei 90. Ja, gut. Hab schon 10 Millionen verballert durch Reparatur. Alles klar. Ja. Alles macht er kaputt. Wie gesagt, mein LKW fährt so an die 260, 250. Ja, und mein Mod-LKW auch und ich muss noch längst nicht so viel reparieren. Ja. Woran das wohl liegt? Meiner nicht und ich pass halt einfach auf. Ja, ne? Ich schau nebenbei Videos. Ja, siehst du. Oh, Alter. Manchmal ein bisschen aktiver als ich sollte. Ja, gell, guckst wieder, du tust ab und zu mal so eine Taste drücken, dass auch was passiert. Genau. Kannst du wieder Prison Break suchen? Nee. Kann ich nicht. Nein? Komm ja noch mehr auf Netflix. Ja, nicht auf Netflix. Ja, deswegen habe ich gestern am Scheiß gesagt, weil ich es verpasst habe. Man kannst du wieder angucken. Online. Auf der Seite von denen, wo das läuft. Brauchst du das nicht was? Da brauchst du RTL Now. Ja. Ja, und RTL Now kostet. Das wusste ich nicht. Soweit ich weiß. Das wusste ich nicht. Verizon App. Außerdem ist da Werbung drin. Wird drauf, bis es auf Netflix kommt. Ja. Da kann ich es wirklich dann suchen. Ja. Ich habe auch wieder keinen Bock, dann eine Folge, dann wieder eine Woche warten, dann die nächste Folge. Ja, und vor allem, da musst du halt auch aufpassen, wo du dich anmeldest, ne? Es gibt ja zwei, RTL NAW und RTL NOW. Das ist gleich. Ah. Ja, ich weiß, nur einmal für die Dummen und einmal für die Schlauen. Ja, danke. Ja. Das meinte ich doch. Mir doch scheißegal, ob es beides das gleiche ist oder dasselbe. Juckt mich nicht. Guck eh kein Fernsehen mehr. Es ist das gleiche, aber es kommt auch selber raus. Ja. That's right, man, Digga, halt. Ich hab gar keinen 13. Gang. Kein was? Kein 13. Gang. Ich wollte gerade den 13. schalten. Was bei dir? Ich dachte, du bist halt, geht ja gar nicht. Wieso heißt es jetzt eigentlich A? Du kannst Fragen stellen. Analog oder was? Analog. Also bei mir steht immer nur noch die Zahl, das ist das Gute. Bei mir steht A, davor, aber wahrscheinlich Automatik. Da vorne kommt die Tankstelle, ne? Das kann sein, dass es für A für Automatik steht. Das ist möglich. Aber bei mir war auch was mit dabei gestanden. Olympus oder da läuft. Das heißt, der Olympus oder da, ich brauch den dann für Blackwerk. Gut. Junge. Ja, weil er gleich wahrscheinlich wieder aus dann. Nein, hat er nicht. Oh Mann! Der Spiegel! Na ernsthaft? Ja, Spiegel an der Ferne. So, ich hoffe euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.